Hallo und herzlich willkommen zurück in Tamriel. Ja, die Qualität der Grafik, glaube ich, ist jetzt ab heute leider nicht mehr ganz so schön, weil ich wieder über meine Grafikkarte aufnehmen muss. Leider, leider. Aber die ein oder anderen von euch haben sicher auch schon Diablo verfolgt und da habe ich es ja schon bereits erwähnt, dass OBS mittlerweile so viele Probleme macht, dass ich ja, damit nicht mehr arbeiten möchte, weil die Dateien nicht gespeichert werden oder vor einer halben Stunde plötzlich nur 10 Minuten abgespeichert werden, weil die Datei nicht abgeschlossen werden konnte und so weiter. Deswegen werde ich damit nicht mehr arbeiten. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind jetzt hier in Ostmarsch und wir wollen natürlich mit der Quest weitermachen. Hallo? Willkommen in Windhelm. Ihr seid gerade rechtzeitig zu den Feierlichkeiten gekommen. Falls ich das sagen darf, ihr seht sehr fähig und gut beim Kämpfen aus. Genau die Art von Person, nach der Tanemera sucht. Wer ist Tanemera? Tanemera Sturmmantel. Sie hält die Stadt am Laufen und steht der Wache von Windhelm vor. Damit ist sie sehr beschäftigt. Besonders jetzt wegen der Konunleika und der Vertreter des Ebenherzpakts und so. Es sind Vertreter des Ebenherzpakts hier. Natürlich. Abgesehen davon, an der Konunleika teilzunehmen, haben die Anführer des Pakts noch andere dringende Geschäfte zu erledigen. Sehr dringende Geschäfte. Nun geht schon weiter. Ihr könnt Tanemera in der Stadtmitte finden, direkt vor dem Palast von Iskramor. Ich werde gehen und mit Tanemera sprechen. Ich bin sicher, dass Tanemera eure Hilfe zu schätzen weiß und eure Diskretion. Wer genau seid ihr? Oh, ich bitte vielmals um Entschuldigung. Ich bin der Gesandte des Ebenherzpakts in Windhelm. Ich lebe hier nun schon eine Weile. Ich kann ehrlich behaupten, dass ich alle Strippenzieher dieser Stadt kenne. Wenn ihr etwas braucht, was immer es auch sei, dann solltet ihr mich fragen. Ihr hattet eine Feier erwähnt? Ja, die Konunleika. Die Nords sind sehr stolz auf ihre Feiern und diese hier ist eine richtig große. Sie wollen beweisen, dass Windhelm trotz der Schäden, die die Akaviri angerichtet haben, immer noch ein wunderschöner Ort ist, an dem das Leben pulsiert. Was ist die Konunleika? So nennen die Nord diese Feierlichkeiten. Die ganze Stadt feiert König Jorons 10. Jubiläum als Kaldenkönig. Aus ganz Himmelsrand sind die Clans der Nord nach Windhelm gekommen, um sich zu Ehren des Königs und seiner Herrschaft in verschiedenen Disziplinen miteinander zu messen. Ihr hattet Schäden in der Stadt erwähnt. Die Akaviri haben Windhelm während der Invasion schwer zugesetzt. Der Großteil des Schadens wurde inzwischen repariert, aber die Arbeiten am Palast dauern immer noch an. König Jorun bestand darauf, dass man sich erst um den Rest der Stadt kümmert. Deshalb mussten die Arbeiten am Palast bis zuletzt warten. Ja, und kaum habe ich die Aufnahme begonnen, wie immer, ist meine Stimme dann auch wieder im Eimer. Irgendwie wird das schon zur Gewohnheit mittlerweile. So, mal schauen. Er hat. Ach so, Moment, das ist da oben, ne? Obwohl im Endeffekt reite ich dahin, wenn ich nicht an irgendeiner NPC hier hängen bleiben würde. Kommt schon, geht uns hier mal zur Hand. Ihr seht stark und kompetent aus. Gut im Kampf und mutig genug, um auf der Suche nach Abenteuern die Welt zu bereisen. Wenn meine Einschätzung auch nur ansatzweise richtig ist, könnte ich eure Hilfe gebrauchen. Was benötigt ihr? Die Konunleika, die großen Spiele zu Ehren der Herrschaft von König Jorun, verbreiten in der ganzen Stadt Heiterkeit und gute Laune. Wenn ein neuer König bis zu seinem 10. Jahr auf dem Thron überlebt, richten wir ein Fest aus. Doch nicht jeder, der nach Windhelm gekommen ist, ist in Feierlaune. Was stimmt nicht? Der Sturmfaust-Clan wurde seit einem Jahrzehnt nicht mehr gesehen. Aber nun ist er wegen der Spiele wieder hier. Seitdem gab es zahlreiche Verletzte und auch einige Tote. Und ich fürchte, das Schlimmste liegt noch vor uns. Der Clan wohnt im Gasthaus zum Kalten Mond. Schaut, was ihr herausfinden könnt.
Was macht ihr in Windhelm? Ich bin die Tane von Windhelm. Mein Vater war der Hauptmann der Wache. Ich bin in seine Fußstapfen getreten und noch etwas höher aufgestiegen. Wir Sturmmäntel haben vor Jahrhunderten geholfen, Windhelm aufzubauen. Wir sind eine alte Familie und wir sind stolz auf unser Erbe. Aber was macht eine Tane eigentlich? Was ich so mache? Was mache ich nicht? Regeln und Vorschriften. Treffen mit König Jorun und anderen Tane. Derzeit beherberge ich Gesandte des Pakts. Allerlei politischen Unfug. In weiten Teilen delegiere ich meine Aufgaben aber weiter, damit ich die Stadt bewachen kann. Die Leute fühlen sich sicherer, wenn die Tane in der Nähe ist. Es sind Gesandte des Ebenherzpakts in Windhelm? Ja, sie sind wegen der Feierlichkeiten hier. Aber auch, um mit König Jorun über Paktangelegenheiten zu sprechen. Ich versuche mich größtenteils da rauszuhalten. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie Jorun all den Pomp und die Zeremonien aushält. Mich würde das wahnsinnig machen. Warum habt ihr den Sturmfaust-Clan in Verdacht? Wir sprechen nicht gerne darüber. Aber Jorun wurde nicht einstimmig als Thronfolger benannt. Der Sturmfaust-Clan unterstützte seinen Herausforderer. Und seitdem werden sie mit bösen Omen in Verbindung gebracht. Hier ist Diskretion erforderlich. Daher benötige ich eine Fremde wie euch. Wer war dieser Herausforderer? Joruns Bruder Fildgur. Er wollte unbedingt den Thron besteigen. Für gewöhnlich wird die Thronfolge von der Krone von Freydis geregelt. Aber es gab Komplikationen. Auf jeden Fall kämpften die Brüder gegeneinander. Jorun hat gewonnen und Fildgor wurde verbannt. Ende der Geschichte. Oder zumindest dachten wir das. Ja, ich bin jetzt gerade am gucken. Erlebt der Ebenherzpakt ist es nicht, weil wir sind in Ostmarsch. Warum der immer das Falsche macht, weiß ich nicht. So, zeigt ihr mir denn das Gasthaus auch mal an? Weil hier oben ist ein Gasthaus, aber... Achso, hier unten. Okay. Da reiten wir doch mal eben schnell hin. Nein, danke. Ich habe zwar Durst, aber nicht da drauf. Wie ich hörte, habt ihr einen harten Kampf in der Burg Grauen Frost hinter euch, Jungblut. Unsere Brüder sagten, sie hörten schlimme Stürme wüten, bevor ihr herausgekommen seid. Muss ein gewaltiger Kampf gewesen sein. Naja, Burg Grauen Frost ist jetzt nicht so... Okay, nee, mit dir müssen wir nicht sprechen. Du bist wieder nur fake. Das Tagebuch. Zwischen einem Mond, der kalt ist, und einem Zaubererhort. Könnt ihr euch gerne durchlesen soweit? So, wir müssen die versteckten Lager finden. Dazu müssen wir natürlich erstmal wieder raus. Ich hatte gedacht, ich bin jetzt so clever, dass ich das mit den Namen mal... Sprecht sehr langsam. Ja, kein Problem. Dass ich das mit den Namen mal umschreibe. Anders einstelle. Oh, direkt haben wir eine tägliche Bestrebung abgeschlossen. Sehr schön. Der Wettkampf ist schwierig zu manipulieren. Also ist unser Teilnehmer sicherheitshalber auch unser bester Spurenleser. So, so... Andere ist, glaube ich, hier oben. Ja, aber es war irgendwie nicht so clever. Ich kann zwar jetzt die Leute, wenn ich die anvisiere, kann ich zwar deren Namen lesen, das ist soweit auch gut, aber ich kann immer noch die Namen von den Spielern lesen und das wollte ich eigentlich ausschalten. Ich muss da nochmal nachgucken. Es ist wichtig, dass wir gewinnen. Ich muss es bis zum letzten Wettbewerb schaffen. Auf der ganz anderen Seite der Stadt ist noch so ein Lager. Nee, das sind zwei Lager sogar. Ich habe mich noch nie
Kommt man hier auch durch? Ja. Das ist immer so eine Sache, wenn man so nah am Pferd dran hängt. Finde ich, sieht das alles ganz anders aus, als wenn man da normal weit weg spielt. So, wo haben wir dich denn? Hier. Platziert dieses Räucherwerk windaufwärts der Kontrahenten, damit der leichte Rauch, den es erzeugt, in ihre Richtung weht. So, so. Wird in den Augen brennen, das Zielen erschweren. Ja, ja. Nein, der ist überhaupt nicht manipuliert, der Wettkampf. Gar nicht. So, dann haben wir hier oben auch noch eins. Moment, irgendwo müssten wir hier noch ein Buch haben. Noch ein Schlückchen von dieser Medizin. War das Verbrechen die Mühe wert? Was für ein Verbrechen? Ich habe doch gar nichts gemacht. Das müsste hier irgendwo sein, oder nicht? Moment. Moment. Nee, das soll rechts von mir sein. Ich sehe hier kein Buch. Der Skaldenkönig, lebe hoch! Dreimal hoch! Keine Ahnung, gucken wir später nochmal nach. Ich dachte nur, ich nehme das direkt mal mit auf dem Weg nach hier. Würde ich sofort. Achso, ist das überhaupt hier drin oder ist das... Nee, es ist draußen, oder? Sieht nicht so aus, als ob es hier drin ist. Nee, das ist irgendwie draußen. Oh, falsche Taste. Und natürlich kommt man da wieder nicht dahinter. Dann müssen wir auf die andere Seite laufen. Ja, es ist hier hinter. Wäre auch doof, das so offensichtlich zu verstecken, oder? Nehmt das Gegenmittel ein, bevor ihr selbst an der Reihe seid. Dann sollte alles bestens laufen. Gift in die Fässer. Oje, oje. Das ist ein riesen Komplott hier, was wir aufdecken müssen, ihr Lieben. Ja, ich reite richtig. Was wollt ihr? Ihr wart eine Weile weg. Sagt mir, dass ihr etwas Nützliches gefunden habt. Oh, ich habe diese Notizen in Lagern gefunden, die in der Stadt versteckt waren. Bei der Kun und Laika betrügen? Und der Sturmfaust-Clan? Sie haben uns nicht mehr so viel Ärger gemacht seit... Oh nein, das ist schlimmer, als ich befürchtete. Wir müssen herausfinden, was hier wirklich vor sich geht. Während ihr eure Mission erfüllt habt, wurde ein weiterer Teilnehmer verletzt. Einer meiner Besten. Der Champion von Windhelm. Damit ist das nun eine persönliche Angelegenheit. Ich habe eine weitere Aufgabe für euch, falls ihr dazu bereit seid. Was soll ich tun? Ich möchte, dass ihr an der nächsten Disziplin teilnehmt, dem Wettlauf der neuen Jarltümer. Ich ernenne euch zum neuen Champion von Windhelm. Das sollte unsere Feinde verwirren. Falls ihr einverstanden seid, dann sprecht mit Lenning, dem Veranstalter des Rennens. Er ist an der Westmauer. Ich werde mit Lenning an der Westmauer sprechen. Beeilt euch. Sprecht mit Lenning, dem Falken, und nehmt am Rennen teil. Warum wollt ihr, dass ich an dem Wettlauf teilnehme? Ihr seid gut darin, Informationen auszugraben. Und wo könnte man die Augen besser aufhalten als mitten in einem Rennen? Ich kann nicht an jedem Turm Wachen postieren. Und als Fremde, von der noch nie jemand gehört hat, sollte eure Teilnahme unsere Feinde verwirren. Naja gut, ich weiß nicht, warum sie die Feinde verwirren soll, aber... Wir müssen Termine einhalten. Ja, ist ja gut. Wenn du mir eine Quest übermitteln Was? Möchtest, dann mach das doch anders. Brüll mich doch hier nicht die ganze Zeit an. So, ich hab's noch nie gemacht, aber... wir haben ja jetzt die Punkte, also die Champion-Punkte drin, dass wir außerhalb vom Kampf schneller laufen können, was ihr sicher auch schon bemerkt habt. Das wird sicher mal ein anderes Feeling sein, als immer nur, ja, so wie früher, dass man langsam läuft. Aber ich lasse mal kurz meine Ausdauer noch so ein bisschen regenerieren. Wenn ihr nicht am Lauf der neuen Jarltümer teilnehmt, bleibt bitte zurück! Ich bin der neue Champion von Windhelm. Ich verstehe. Spielt Tanemera also wieder ihre politischen Spielchen? Unerheblich. Als letzte Läuferin, die zum Feld hinzustößt, müsst ihr das Startsignal anzünden. Macht euch bereit. Der Wettlauf beginnt, sobald ihr das Signal entzündet. Wie lauten die Regeln? Regeln?
Habt ihr schon mal an einem Rennen teilgenommen? Nö. Ihr müsst an den Außenmauern der Stadt entlang und dabei durch jeden der 9 Türme laufen. Einen für jedes Jarltum in Himmelsrand. Der erste Läufer, der den 9. Turm durchschreitet, hat gewonnen. Ja. Und, naja, ich will euch nicht die Vorfreude nehmen, falls ihr nicht wisst, worum es geht. So. Jetzt habe ich aber alle hinter mir. Jetzt sehe ich überhaupt nicht mehr, was passiert. Erreicht den 3. Turm. Halbe Ausdauer habe ich noch. Oh nein. Ich weiß noch, dass ich das damals extra mit der Beschleunigung aus dem PvP gemacht habe, damit ich das überhaupt geschafft habe, weil die Zauberin nicht so schnell rennen konnte zu dem Zeitpunkt. Jetzt habe ich sie aber alle hinter mir. Das habe ich noch nie gehabt. Helft... Ihr da, passt auf, was ihr tut. Helft Haldrick. Helft Haldrick, wo ist der? Ich sehe... Achso, der ist noch vor mir, ne? Nee, erreicht den 8. Turm, das ist vor mir. Irgendwie bin ich jetzt zu schnell gelaufen. Ich habe eure Witterung aufgenommen. Nein! Ah, ich war 2., oder? Glückwunsch! Für jemanden, der nach südlicher Dekadenz riecht, seid ihr schnell und stark. Ihr habt das Rennen gewonnen, Champion von Windhelm. Da lief aber noch eine vor mir. Ich habe den Wettlauf gewonnen. Was kommt als nächstes? Gut gemacht, Champion. Ihr seid gerannt wie ein Khajiit, hinter dem die Unheilsbrot her ist. Tademera ist gerade erst fort. Sie möchte schnellstmöglich mit euch sprechen. Trefft sie am üblichen Ort. Draußen vor dem Palast. Okay. Ich habe nur irgendwie eine Sache jetzt scheinbar... Jetzt muss ich mal gucken, wo bin ich denn jetzt eigentlich hier? Ich habe nur eine Sache jetzt anscheinend übersprungen, weil ich diesen einen Typen helfen wollte, wovon gerade eben die Rede war. Aber ich bin anscheinend so schnell gelaufen, dass ich schon an dem vorbei war oder so. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe es auf jeden Fall nicht mehr mitbekommen, wo er jetzt tatsächlich war. So, jetzt muss ich mal eben schauen, Moment, hier sind wir genau. Kleine Abkürzung. So. Was für ein Rennen. Ich habe einiges davon gesehen und wurde über den Ausgang informiert. Natürlich habe ich überall in der Stadt meine Augen. Ihr wolltet mit mir sprechen? Ihr habt für eine ziemliche Aufregung gesorgt. Ich bin beeindruckt, dass ihr unsere besten Läufer geschlagen habt. Ihr habt Gutes für Windhelm und den Pakt getan. Leider wurde Hadring während des Rennens ermordet. Niedergestreckt durch einen vergifteten Pfeil von orkischer Machart. Ich bin sicher, die Sturmfäuste haben damit zu tun. Irgendjemand muss während des Rennens etwas gesehen haben. Die Attentäter sind nach ihrem feigen Angriff geflohen. Aber jede Ratte hat ihr Loch, in das sie sich verkriecht. Ihr müsst dieses Loch finden. Ich werde die Attentäter finden. Ich möchte nicht nur, dass ihr die Assassinen findet. Ich möchte, dass ihr sie, wie die tollwütigen Hunde, die sie sind, jagt und schnell und rechtmäßig tötet. Verstehen wir uns, Champion? Ich verstehe vollkommen. Ich mache ernst und erteile euch die nötige Autorität, alles zu tun, um mit diesen Attentätern fertig zu werden. Ich ernenne euch zum Karl der Gerechtigkeit von Windhelm. Setzt eure Autorität nach Belieben ein und kümmert euch so schnell wie möglich um diese Angelegenheit. Sehe ich aus wie ein Karl? Ich werde jemanden finden, der gesehen hat, was geschehen ist. Hervorragend. Ich werde die Wache alarmieren und die Stadt patrouillieren. König Jorun muss beschützt werden. Falls ihr die Attentäter findet, dann löscht sie aus. Bringt mir etwas, um dem König zu beweisen, dass wir uns um das Problem gekümmert haben.
Ja, und ich schaue jetzt mal eben auf der Karte. Ach, es wird schon wieder nicht vernünftig. Ich verstehe nicht, warum der immer in irgendeine beliebige andere Quest wechselt. Niemand darf ohne Berechtigung rein. So, da vorne müssen wir hin. Das ist doch wohl nicht zu glauben. Lass mich raten, das ist oben. Ja, natürlich ist es oben. Mit ihm müssen wir sprechen. In dieser Stadt gibt es nichts, was man tun kann. Nur Schnee und noch mehr Schnee. Nirgends eine ordentliche Schenke. Jemand sollte wirklich eine eröffnen. Ist euch während des Wettlaufs irgendetwas Verdächtiges aufgefallen? Das Rennen war langweilig. Diese Stadt ist langweilig. Ihr seid langweilig. Geht und belästigt jemand anderes, der gerade nichts Wichtiges zu tun hat. Habt ihr den adligen Dunkelelfen bei der Schmiede gesehen? Er hat mich angelächelt. Vielleicht hättet ihr mehr Spaß nach einer Nacht im Kerker. Die Schwachen greifen immer zu Drohungen und Gewalt. Oh, nun gut. Ich habe einen dieser Sturmfaustschläger weglaufen sehen, gleich nachdem der Läufer zu Boden ging. Er flüchtete aus der Stadt in Richtung Süden. Er rannte, als wäre Molag Bal selbst ihm auf den Fersen. Na also, und wer von euch hat mich hier gerade unterbrochen? Folgt den Attentätern. Würde ich tun, wenn ich sehen würde, wo die sind? Achso, da. Ja, er hat ja gesagt, aus der Stadt raus. Klar, dass sie da in der Stadt nicht angezeigt werden. Schauen wir mal, wo sind die denn hin? Vorne rechts ist eine Markierung. Er geht nur zum Klauen in die Stadt. Er meint. Ah, hier. Hallo? Die Sturmfaustbrigade erfüllt mich weiter mit Stolz. Ich wusste, dass ihr es bis zum letzten Wettbewerb schaffen würdet. Dann werdet ihr nahe genug an meinen erbärmlichen Bruder sein, um ihn berühren zu können. Genau wie geplant. Überbringt Jorun meine Nachricht. Schaut ihm dabei in die Augen. Mein Bruder wird bewacht werden, aber ihr seid stärker als die Feiglinge, die ihn beschützen. Tötet sie alle und kehrt zu mir zurück. Fildgor Orktane. Ja, dann nehmen wir doch mal eben, das können wir nicht nehmen, das ist verbuggt. Aber dann nehmen wir doch mal eben den Rest noch mit, den wir hier noch finden. So, dann können wir direkt weiter. Achso, Moment, sammelt Beweise. Hier in dem Gebiet soll ich Beweise sammeln. Es ist die große Frage, was für Beweise, beziehungsweise nicht was für Beweise, sondern... Wie sollen wir die sammeln? Müssen wir die Leute umbringen? Das kann natürlich auch sein. Ah ja, okay. Einmal Leute umbringen, Dankeschön, haben wir erledigt. Beziehungsweise eigentlich haben wir nur eine Person umgebracht. Wo ist Madame Sturmmantel? Ich fühle mich. Solltest du vielleicht weniger trinken, dann fühlst du dich auch besser. Die Wachen haben noch mehr versteckte Waffenlager in der Stadt gefunden, aber sonst nichts weiter. Ich hoffe, ihr hattet mehr Glück. Ich habe ein Lager außerhalb der Stadt gefunden. Ihr solltet euch das ansehen. Fildgor, der verbannte Bruder König Joruns, hat sich früher mit der Sturmfaustbrigade herumgetrieben. Das, was da dem Abzeichen der Sturmfäuste hinzugefügt wurde, ist sein Wappen. Und diese Befehle... Fildgor ist nach Himmelsrand zurückgekehrt. König Jorun muss davon erfahren. Hoffentlich ist es noch nicht zu spät. Fildgor ist der Zwillingsbruder König Joruns. Als Königin Nurnhilde in der Schlacht fiel, haben die Brüder sich verbündet, um die Akaviri zu besiegen. Aber danach haben sie um den Thron gekämpft. Jorun errang den Sieg und hat seinen Bruder verbannt. Nun ist Fildgor zurückgekehrt. Was möchte Fildgor? Was mag ein Verbannter wohl wollen? Natürlich weist es nichts Gutes für König Jorun, wenn er seine Rückkehr auf diese Art verkündet. Die letzte Disziplin hat in der Halle der Prüfungen begonnen.
Ich werde Wachen zum Lager schicken. Ihr müsst zur Halle gehen und dem König helfen. Ich werde König Jorun beschützen. Beeilt euch! Zur Halle der Prüfungen! Ihr müsst König Jorun um jeden Preis beschützen! Ja, ist ja gut. Ich kann sie gerade nicht sehen. Och, und er hat es wieder umgestellt. Das ist so nervig, dass die ständig die Quests umstellen. Ah, oben in der Ecke. Hatte ich das doch noch richtig im Kopf? Nur wenn es nicht angezeigt wird, weiß man nicht, ob es da wirklich da war, wo man gedacht hat oder nicht. Eigentlich könnten wir hinreiten, ne? Ist ja noch ein paar Meter. So, da sind wir. Können wir hier die Sachen direkt schon mal mit einsammeln. Der Basti mag das auch. So. Ne, da war nichts Wichtiges. Sind hier gerade alle schon beschäftigt, so wie das aussieht. Kann ich mit dir reden? Euer Geschick ist beeindruckend, Champion. Kommt hier hoch, mein König! Die Sturmfäuste haben uns hintergangen. Diese Nord wurden vergiftet. Euer Bruder Fildgor lässt euch grüßen, falscher König. Ihr sollt wissen, dass er aus seinem Exil zurückgekehrt ist, um sein rechtmäßiges Erbe anzutreten. Eure Herrschaft ist zu Ende, Thronräuber. Sprecht euer letztes Gebet. Fildgor? Was soll das bedeuten? Wachen! Ergreift diese Frau! Für Fildgor, für den rechtmäßigen König von Himmelsrand, zeigt keine Einfach Gnade! Von hinten an, ich glaub's auch. Wisst ihr nicht, dass das billig ist? Jemanden von hinten anzugreifen? So, wen haben wir noch? Da oben ist noch einer. Na los. Hallo, nicht an mir vorbeilaufen. Nein. Du hast dich nur versteckt. Okay. Sprecht mit Jorun. Das war eine Botschaft von meinem Bruder. Eine, die ich nicht überleben sollte. Ich habe befürchtet, dass dieser Tag kommen würde. Geht es euch gut, König Jorun? Nur ein Kratzer, nichts weiter. Die Attentäter des Sturmfaust-Clans sind tot. Und das reicht mir fürs Erste. Ich schätze, ich bin zu selbstgefällig geworden. Während Fildgors Hass offenkundig tief in ihn geschwärt hat. Euer Bruder hasst euch? Nachdem unsere liebe Nornhilde in der Schlacht fiel, schlugen mein Bruder und ich die Invasoren zurück. Danach wurden wir uns nicht einig, wer unserer Schwester auf den Thron folgen sollte. Ich glaube an Diplomatie und Weisheit. Fildgor glaubt an eine gewaltsame Herrschaft. Ich konnte ihm den Thron nicht überlassen. Warum ist Fildgor zurückgekommen? Als ich den Thron gewann, war ich gezwungen, Fildgor zu verbannen. Er hat mir das nie verziehen. Ich vermute, er ist zurückgekehrt, um den Thron an sich zu reißen. Ich frage mich, was er seinen Verbündeten von den Sturmfäusten und den Orks wohl versprochen hat. Ich muss darüber nachdenken. Bitte sag Tanemera, dass es mir gut geht. Sehr wohl. Basti? Wolltest du auch mal alles von oben sehen? Bist du so klein? Schauen wir mal auf dich herab oder hast du sonst irgendwelche Komplexe oder sowas? Also ich gehe dann schon mal vor, Basti. Ich weiß nicht, was du da machst. Vielleicht hängt er doch so ein bisschen auf dem Balken ab, wer weiß. Ja, zur Tane müssen wir wieder zurück. Genau, das war's. Ja! Hey. Hey.
finde das immer so lustig, an NPCs vorbeizureiten und die sagen dann nur ein Wort oder so. Ihr seid zurück. Sagt mir, geht es König Jorun gut? König Jorun hat mich geschickt, um euch auszurichten, dass er unversehrt ist. Das hört man gerne. Ihr wisst gar nicht, wie sehr mich diese Neuigkeiten erleichtern. Ihr habt euer Leben aufs Spiel gesetzt, obwohl ihr keine Pflicht zu erfüllen und keinen Schwur zu halten hattet. Für mich macht euch das zum Champion dieses Tages. So bin ich eben. Und wir kriegen einen Fertigkeitspunkt, den nehmen wir gerne mit, und einen Schild von Stendars Umarmung. Während ihr dem König geholfen habt, ist ein Läufer von der Feste Morwunska eingetroffen. Die Feste wird angegriffen. Sicher stecken Fildgor und der Sturmfaust-Clan hinter dem Angriff. Das kann nicht nur ein Zufall sein. Windhelm muss beschützt werden, aber wir können die Feste nicht verlassen. Fildgor hat mehrere Angriffe unternommen? Strategisch ist es sinnvoll, aber wir waren darauf nicht vorbereitet. Wir hatten nicht erwartet, schon Krieg führen zu müssen, während die Anführer des Pakts noch Kriegsrat halten. Ich brauche eure Hilfe. Hauptmann Harmar hat den Läufer geschickt. Meldet euch bei ihm. Findet heraus, was in der Feste vor sich geht. Ich werde Hauptmann Harmar suchen. Ihr habt meine Ehre und die Ehre Windhelms aufrechterhalten. Der Ebenherzpakt ist mehr wert, als ich zu hoffen wagte. Mögen all eure Feinde vor euch niederknien. Ja, die meisten legen sich eher hin. Was macht ihr in Windhelm? Das habe ich doch schon mal gefragt. Ich bin die Tane von Windhelm. Mein Vater war der Hauptmann der Wache. Ja, das haben was wir auch ich schon so gefragt. Mache? Das haben wir auch schon gefragt. Sie sind gut, das kürzen wir jetzt mal ab, weil das haben wir natürlich alles schon gefragt. Mal wieder hat er uns das Ganze rausgehauen und ich wollte euch das doch nur auf der Karte zeigen. Da ist unser nächster Einsatzort. Allerdings, da das hier gerade so ein schöner Moment dafür ist, werden wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und wir sehen uns dann im Einsatzort in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.